Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Leuchtfeuerwerkssortiment. Neuheit bei Norma gewesen. 8,99 € hat dieses Sortiment gekostet. Ist zwar relativ teuer, aber es sind einige schöne Effekte drin, auf die ich mich freue. Deswegen habe ich es mir mal geholt. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was wir drin haben. Wir haben hier eine Green Pearl enthalten und einen Sprüher. Ich kann leider nicht. Supersprüher, genau. So. Dann haben wir hier noch zwei Vulkane, einen großen und einen etwas kleineren. Vier Elemente von Nico. Hier, das sind so drei Schmetterlingsfontänen. Richtig, richtig cool auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf. Dann hier nochmal zwei weitere Supersprüher. Vier von den Feuerspuckern. Drei so kleine römische Lichter. Das ist auch richtig interessant mit Erdspieß. Eine Mini-Chuko. Hier eine Purple Pearl und einen weiteren Sprüher. Und hier nochmal zwei Vulkane, ein großer, ein kleiner, ich vermute die gleichen wie hier. Ja, das ist das, was enthalten ist. Gesamt-NEM beträgt 205 Gramm. Ja, auf jeden Fall eine bunte Mischung, würde ich sagen. Klar, für 8,99 € wahrscheinlich relativ teuer. Aber ich möchte es trotzdem ganz gerne testen und wünsche euch jetzt dabei viel Spaß. So, Fantasy Lights Neuheit aus dem Norma für 8,99 €. Für 8,99 €. Ja, wir fangen einfach mal an, hätte ich gesagt, mit so einem kleinen Vulkan hier. Ich hoffe, die Windgeräusche sind jetzt nicht zu stark. Wir fangen mit dem kleinen an und anschließend dann den großen. Ja, das hat ja gut geklappt. Wir haben zum Glück noch einen zweiten, ich glaube zu etwas anderen, mit enthalten. Der ist sogar genau der gleiche. Dann hoffen wir mal, dass der geht. Das ist jetzt natürlich sehr traurig, okay. Hoffen wir mal, dass der große jetzt halt mehr Glück hat. Der große Vulkano von Nico. Wenigstens der geht dann mal. So. Dann machen wir weiter mit Feuerspuckern von Nico. Erstmal einen einzeln und dann den Rest auf einmal, hätte ich gesagt. Ich muss sagen, sogar relativ gut für Klasse 1. Die anderen drei. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, alle. Als nächstes machen wir hier mal so ein römisches Licht. Ich schau mal, dass ich das irgendwie in eine Batterie stecken kann. Wie gesagt, wir machen mal erstmal eins und dann schauen wir mal, ob wir alle noch machen. Schau mal, haben wir hier eine Liquid Gold zur Auswahl. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, sauber. Oh, süß. Sehr echt winzig. Aber süß. Finde ich gut. Schöne Idee. So kleine Rödis. War es das schon? Scheinbar ja. Dann machen wir noch die anderen beiden. Steckt die nochmal mit rein. Ja, das war's. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch Supersprüher. Insgesamt viermal enthalten. Machen wir die doch einfach alle mal.
gleich im zweiten. Und noch die letzten beiden. So, unser Sortiment leert sich. Wir machen weiter mit diesen schönen Schmetterlingsfontänen. Hier öffnen. Hat wahrscheinlich sogar gedacht, das so rauszuzünden, aber ich bin nicht an die Visco gekommen. Schöner Effekt. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gleich die zweite hinterher. So, und noch die letzte. Finde ich echt schöne kleine Teile. Da haben wir jetzt noch zweimal Green Pearl und Purple Pearl. Wir fangen an mit der Green. Boah. Finde ich bisher mit am schönsten aus dem Set. Schauen wir mal, ob die Purple Pearl genauso schön ist. Wirft zwar nicht ganz so schön aus, aber schönes Purple mit dabei. Einen Ticken kürzere Brenndauer, aber trotzdem auch echt schön. Weiter geht's mit der Mini Chuko und dann ist es auch schon fast vorbei. So, als nächstes die vier Elemente von Nico. Ja, und damit wir jetzt das Sortiment auch leer haben, noch den Vulcano, dann ist das Sortiment alle. Thank you.
Ja, also für 8,99 finde ich, bekommt man hier doch echt einiges geboten. Ist eine schöne Neuheit bei Norma. Kann man sich durchaus mal mitnehmen.